Ja, hallo Leute, ich habe hier Dingens sag schon einen Tunnel gegraben zur anderen Basis. Und jetzt frag mich nicht, wo ich den gemacht habe. Hier hinten irgendwo. Da bin ich einfach rein und habe das da durchgemacht. Dann kann man hier wunderbar zur anderen Basis laufen. Und habe natürlich Argon geholt. Das habe ich zwei, dreimal gemacht. Ich glaube, das dritte Mal läuft gerade. Und habe auch eine Verbindung außen lang gemacht, hier strommäßig, ne? Damit sauerstoffmäßig die Verbindung, dass ich hier rüber gekommen bin. Okay, das habe ich jetzt sozusagen dann erledigt. Es ist nur die Frage, ob wir hier noch was machen können. Was hatten wir hier noch? Können wir da noch was machen? Untersuchen? Achso, hier ist Dingens. Eben für die Exo-Auftragsplattform aktivieren. Okay, wenn das geht, dann machen wir das gerade. Mittelgroße Windturbine auf dem Logistikdepot Glacio installieren. Okay, zwei Stück oder wie? Kriegen wir denn das hier so hin? Oh, warte mal, was ist das denn hier? Okay, das kenne ich nicht. Das ist irgendeine Pflanze. Dann müsste man eine Windturbine machen. Kann ich die hier machen? Tatsächlich ist es hier dran. Kupfer und Glas braucht man dafür. Habe ich aber wahrscheinlich nicht, ne? Kupfer und Glas. Ja, doch Kupfer. Ne, das ist kein Kupfer, aber warte mal. Dann nehmen wir mal mit. Das können wir vielleicht hier gebrauchen. Logistik-Depot. Achso, da kann ich einen Zug rufen, ne? Aber da habe ich nicht die Verbindung für. Also ich habe hier, glaube, die Linie lang gezogen, gleich abbiegen. Und dann kommt man außen lang hier zum unseren anderen Landeplatz. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch Kupfer? Ne, ich glaube nicht. Glas haben wir auch nicht hier, ne? Ne. Das ist, glaube ich, Eisen, ja. Ah, da wäre tatsächlich Kupfer. Kann ich auch mitnehmen. Aber Glas habe ich jetzt hier nicht. Dafür brauche ich einen Brennofen, den ich hier aber auch nicht habe, ne? Guck mal, der ist sogar schon wieder voll. Kann ich den nochmal mitnehmen? Ne, Rucksack ist voll. So, wir könnten nochmal, was können wir mitnehmen? Hier ist ja noch alles leer, ne? Hätten wir denn noch was Wichtiges, was wir mitnehmen könnten? Ich glaube eher nicht, ne? Doch, die Proben da vielleicht. Und warte, dann können wir auch ein Lager mitnehmen. Haben wir ja. Dann packen wir da das Lager rein. Dann lass uns da vorne nochmal Eisen abbauen, oder? Geht das noch rein? Ja. Dies ist eine Forschungsprobe. Ah, das funktioniert ja jetzt gerade nicht so. Das ist eine Forschungsprobe in groß, die nehmen wir mit. Zink lassen wir hier. Aluminium lassen wir hier. Den Harz nehmen wir tatsächlich mal gerade mit. Hämatit kommt hier hin. Exoship kommt hier hin. Argon kommt hier hin. Da ist kein Sauerstoffmacher dran. Ich glaube, da geht noch ein Lager rein. Vielleicht sollte man noch eins bauen. Weil hier wird jetzt noch eins reingehen, ne? Jetzt hat er die Probe da direkt so reingestopft. Jetzt müssen wir mal genau überlegen. Der da noch hingeht, doch. Was brauchen wir denn für Lagerbauen? Waren das zwei Harz? Kleiner Drucker, mittelgroße Plattform, nee. Ja, da ist das mittelgroße Lager, Harz, zwei. Haben wir natürlich nur einen, ne?
Was bleibt? So, nächstes Stück ist Penza erreichen und ja, unser Schiff, unser Zug ist leider dann doch sehr zerstört worden. Wir haben jetzt einen anderen und müssen damit weiter klarkommen. Zeitpause nehmen wir raus und lass mal fahren. Fahr weiter. Zug verpassen. Während du dabei zusiehst, wie Moskau an Horizont entschwindet und über deine Verantwortung nachgegrübelt, tritt Hauptmann Lange auf dich zu und er mustert dich mit einer kritischen Neugier. Seine Stimme klingt unerwartet sanft. Hauptmann Langer, wie Sie sehen, mangelt es in diesem Zug an vielen. In diesem Zustand bringt es nur zwar vorwärts, aber nicht lange. Bald werden wir mehr sein und dann brauchen wir nicht nur Platz, sondern vor allem Wärme. Hauptmann Langer, um so viele Menschen wie viel möglich unterzubringen, sollten wir die Anzahl der Wohnbereiche erhöhen. Abgesehen davon gibt es weder Heizung noch Isolierung. So sollten wir Sibirien nicht durchqueren. Und er nochmal, Lagerwagen lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Vor uns liegt eine lange Reise, dafür benötigen wir unbedingt eine große Menge Ressourcen, damit können wir ebenfalls den Wagen verstärken. Der Zustand des Zuges beklagenswert und die Roten werden uns die Reise nicht leicht machen. Es liegt an uns, das Beste daraus zu machen, denn sollten Sie denken, Major. Fahren wir mal nur bis hierhin, bleiben da, dann können wir gleich hier vielleicht auch dieses Jegorjewsk einmal besuchen mit dem Spähtrupp und dann können wir hier auch den Zug vielleicht. Da kommt man gar nicht weg, oder? Nächstes Ereignis: Kopfkratzen und mehr. Ja, einen Arzt hinzuzufügen, so bin ich. Krätze, Major. Es ist kaum möglich, die Krätze unter den gegebenen Bedingungen bewusst zu werden. Können wir denn gar nichts dagegen tun? Schrubb den Zug und alles, was daran ist. Verbrenne die Kleidung und alles, worauf man verzichten kann. Wir werden das ertragen. Wir schrubben den Zug. Tja, ich glaube, da können wir da nicht anders machen, ne? Kopfkratzen und mehr. Ja, Kratzen haben wir jetzt. Müssen wir Medikamente finden oder irgendwie sowas. Sehe ich denn hier, wer Kratzer hat? Ist nur, dass die Gesundheit runtergegangen ist, ne? Fortfahren. Was bleibt mir anderes übrig? So, dann würde ich mal hier sagen: Reisekosten 2. Da gibt es vielleicht einen Händler. Trupp 2. Achso, da geht einsetzen. Gut. Dann geht ihr da jetzt mal hin. Aber wir können jetzt hier unseren Zug noch bearbeiten. Aber wie? Hier sind die Verbesserungen. Haltbarkeit wiederherstellen. 20 und 20. Oh oh. Aber das nützt nichts, das müssen wir machen. So, lass mal machen. So, Infanteriewagen, Infanteriewagen. Wir haben nur Infanteriewagen. Oh, dann lass uns aber erst von vorne nach hinten anfangen. Sind die schon angekommen? Ah, die sind schon angekommen. Trupp ansehen? Nee, das wollte ich nicht. So, jetzt sind wir beim Zug. Das ist der Händler. Der Händler hat Stoff, Kräuter, Aufputschmittel, Erste-Hilfe-Sets und Sanitätskasten. Sehr schön. Stoff haben wir 210, das ist das meiste, was wir haben. Dann brauchen wir erst keinen Stoff. Kräuter
Haben wir 20. Da sollten wir vielleicht was nehmen. So, jetzt haben wir hier das effektive Bauernhaus angelegt. Das muss jetzt gebaut werden. Wir können da mal die Prio ein klein bisschen höher machen. Was wir aber auf jeden Fall machen müssen, die sind ja hier am Gelbe Teichrose herstellen. Haben wir dafür ein Lager? Das ist die Frage. Sonnenblumenkerne kommen da rein. Karotten, Sonnenblumenkerne. Okay, es fehlt ein Lager dann definitiv. Speicher. Mittleres Lagerhaus. Könnten wir da hin machen, oder? Das ist hier natürlich nicht mehr gemacht worden, aber das ist nicht schlimm. Was hat man hier? Warte, da kommen Kartoffeln hin. Können wir gleich das nächste Lagerhaus machen? Das geht da nicht hin. Das würde da hingehen. Ja, machen wir. Und da kommen Kartoffeln hin. Also, wir hatten noch glänzendes Fell, das fehlt uns noch was, ne? Da brauchen wir noch was mit Wasser. Kriegen wir hier irgendwo eine Dusche? Da ist die Dusche. Die machen wir mal hier hin, oder? Oh, die ist zwei Felder lang. Okay, dann drehen wir die nochmal um und machen die hier hin. Aber die braucht Wasser, oder was? Okay, die würde sogar hier hingehen. Habe ich da schon mal eine gepflanzt, gemacht? Sieht wohl so aus, ne? Komm, machen wir sie dahin. Jetzt muss aber noch ein Weg davor gerade hin. So, hier läuft auch was. Wenn sie dahin gegangen sind, können sie duschen. Das ist auch wunderbar. Sie sind, gehen gerade schlafen, ne? Ja, dann können wir mal schneller machen. So, hier ist der Deich. Nicht ganz fertig, ne? Aber da kommt gerade wieder was. Holz ist schon da. Ja, und der fehlt, weil man da noch nicht hinkommt, das ist klar. Dann wird da dann auch aufgestaut. Hier wird sowieso schon aufgestaut, das ist auch gut so. Hier haben wir Wasservorräte, die wunderbar voll sind. Hier fehlt es ein bisschen und hier könnte man vielleicht auch noch einzeln machen, ne? Kleiner Tank. Wie, den muss ich noch freischalten? Muss ich nicht freimachen, ja, das schon. Ah, Dürre steht bevor. Okay. Das heißt, machen wir da noch zwei Tanks hin. Und wie machen wir es hier? Hier drehen wir auch noch mal um. Machen auch noch mal zwei Tanks hin. Vielleicht werden die da voll. Hier ist auch noch genug Platz, ne? Mal gucken, ob die das noch schaffen. Ja, hier ist viel Wasser, ne? Und hier werden jetzt wunderbar Bretter gemacht, ne? Da ist wieder eins drinne. Er bringt einen Baumstamm dahin. Bretter 13. Produktivität 31. Okay, er hat da welches geschlagen und bringt das dahin. Naja. Die Pumpe ist hier wunderbar am Pumpen dann. Das können wir alles abbauen, glaube ich, ne? Das bringt uns hier nicht weiter. Oder wir müssen umstrukturieren in Richtung. Hier nicht ein Windrad gebaut? Und da ist es. Ah, Bretter fehlen. Vielleicht können wir das mal erhöhen. So, trinken sieht ja gar nicht schlecht aus. Haben wir hier noch eins neben gemacht und der ist schon voll. Sieht so aus, oder? Krass. Aber die müssen noch gebaut werden. Ja, das sind die, die da gebaut werden müssen. Und hier müssen auch noch welche gebaut werden. Aber die Dürre ist halt im Anmarsch. Etwas mehr wie 2 Komma sonst was Tage noch, dass wir das haben. So, jetzt sind schon ein paar am Lagerfeuer. Ich weiß gar nicht, ob das genug ist. Hier sind wir jetzt durch. Jetzt können wir gerade noch gucken, wo es hier unten hingeht.
Okay, überall sind Strömungen, da müssen wir aufpassen. Vielleicht kriege ich hier noch das Tal, weiß ich, was es ist. Was ist das? Seetank, okay. Sauerstoff haben wir noch genug. Ist hier unten noch was Schickes? Oh, da rechts ist ein ganz großer Fisch. Keine Ahnung, was für einer. Hier gäbe es nochmal Sauerstoff. Da unten ist noch eine Kiste. Einfaches Unterwassergewehr. Ne, dann nehme ich lieber den anderen. Dieser große Fisch da, der interessiert mich ja jetzt gerade nochmal. Was ist das für einer? Und der sieht aber richtig böse aus. Und hier, was ist das? Ich hoffe nicht, dass der mich schon gesehen hat. Ne? Dann sind wir aus, vorbei. Ich glaube, jetzt sind wir hier raus. Ja, und da ist der komische. Der hat uns aber wohl noch nicht gesehen. Ist auch besser so. So, jetzt müssten wir noch ein bisschen was einsammeln, oder? Was haben wir hier? Auf jeden Fall ein Seestern. Da unten ist ein Fässchen. Aber da ist auch ein Böser. Nicht so toll. Das schaffe ich jetzt nicht. Ist der Dicke auch böse? Weiß ich nicht. Ich könnte den Scooter natürlich benutzen. Ne? Ich glaube, jetzt ist er weg. Ja. Hier ist nochmal ein Fass, dann nehme ich das. Dann haben wir Sauerstoff. Da, boah, nee, da vorne ist noch eine silberne Schüssel, die will ich noch haben. Nee, du bist doof, dich will ich nicht. Hier rechts finden wir auch noch ein paar Sachen. Schrott. Ich habe gedacht, das wäre Holz. Noch mehr Schrott. Hier ist noch eine Waffenkiste. Das ist so ein komischer Pfeil. Blaue Muschel. Jetzt haben wir schon 8 Kilo. Hier ist eine Sauerstoffflasche. Tauschen. Und benutzen, dann sind wir wieder voll und dann können wir den Scooter wieder nehmen. Oh, haben wir Glück gehabt, dass er uns nicht gerade erwischt hat. Den habe ich nicht gesehen. Oh. Aber wir müssen eine kurze Umleitung schwimmen wahrscheinlich. Vielleicht hier jetzt so lang. Ja, der hat uns nicht bemerkt. Das ist schon mal gut. Jetzt sind wir schon fast oben, oder? So, jetzt ein paar Fischchen einfangen. Jetzt haben wir's. Okay, lass mal Stufe 2 laufen. Essen haben wir nichts. Die jagen natürlich auch nicht, komischerweise, ne? Ja, die bauen die Straße, ey, Alter. Hausmeister. Drei Hausmeister, das brauchen wir auch. Hier sind fünf drin. Müssen wir mal reduzieren, vielleicht geht dann einer jagen. Da sind sogar sieben drin. Vielleicht kriegen wir dann Leute, die es jagen gehen. Ah, wir haben wieder einen Tag Essen. Äpfel sind gepflückt worden. Dann geht's ja schon mal, ne? So, hier fehlen Waren. Import geht immer noch nicht. Warum nicht?
Stufe Amaria. Ah, okay, ich müsste dann wieder weiter aufsteigen. Alles klar. Baumwoll-Obstplantage, Viehzucht wäre dann. Kriegen wir das hier hin, die Viehzucht? Würde ich jetzt hier im Norden so machen wollen. Hier so, weil da vielleicht eine Wiese ist. Da könnten die grasen, ne? Tor, machen wir. Oh, ein großes Tor gibt's da. Dann mach's da hin. Eine Hütte. Können wir rotieren, ne? Machen wir so. Und 220 Holz braucht das. Wow. Wird das überhaupt hinkriegen? Oh, wir haben schon mal 2 Tage Essen, das ist schon mal gut. Aber die bauen tatsächlich da was, also beziehungsweise machen das Gelände platt, ne? Wenn das da weg ist, dann ist das frei, oder? Macht da nur einer was? Ich glaube nicht. Da kommen noch 2. 99,5, ne? Jetzt machen wir mal den Busch da weg. Ochsen, Weide, Holz brauchen wir jetzt. Baufortschritt. Ja, das ist momentan nichts. Gut. Was machen die Wohnungen? Hier ist schon mal eingezogen worden. Das ist schon mal gut. Hier unten auch. Der Markt. Fehlt Holz und fehlt Stühle. Da ist ein Baum. Machen wir hier Holz. Okay, das macht er ganz. Ich will, so würde ich das nicht machen mit Holzfäller. Kann ich das einfach nur abschlagen, ohne dass ich eine Holzfällerei habe? Nicht so wirklich, oder? Bäume fällen da. Hier sind nicht so viele Bäume, ne? Fällen mal hier diese Bäume. So, jetzt kriegen wir dann nämlich mal ein bisschen Holz hier auch wieder rein. Haben wir nämlich 0. Stein ist 132. Hier ist nur einer drin, geht nicht mehr. Auf jeden Fall geht es Bäume fällen. 8 von 220 Holz sind da, na super. Okay, ich würde aber sagen, wenn wir jetzt hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ne? Und ja, diese Folge ist jetzt zu Ende. Das war der letzte Teil von 5 in 5. Und ja, schaut in die nächste Folge und schaut auch dieses Projekt dann zu Ende. Ne? Bis dann.